Sehr geehrte Damen und Herren, in unserer Reihe Education TV zeigen wir Ihnen besonders interessante Vorträge aus dem Wissensturm. In dieser Sendung aus der Reihe Wachstum wohin? Eine kritische Sicht auf das Wirtschaftswachstum. Diesmal sehen Sie Ausschnitte des Vortrages von Frau Diplom-Volkswirtin Friederike Spieker. Ihr Thema: Wachstum in der Marktwirtschaft, notwendige Bedingungen und Sackgasse zugleich. Man sagt, die Ökonomen fassen den Großteil der Menschheit eben als Homo economicus auf und machen eine Durchschnittsbildung und sagen, naja, das Ziel eines Menschen, eines Homo economicus, ist letzten Endes die Nutzenmaximierung. Und das heißt, weil wir ja in einer Geldwirtschaft sind, dass er den Profit maximieren möchte, und zwar, wenn wir über eine Marktwirtschaft sprechen, eben unter den Bedingungen eines möglichst freien Wettbewerbs. Und Wachstum hat immer was damit zu tun, dass die Leute mehr wollen. Eigentlich, vor 20 Jahren, ich habe nicht gewusst, dass es Digitalkameras eines Tages geben wird, und dann hat man halt einen einfachen Fotoapparat gehabt, und heute habe ich auch eine Digitalkamera. Aber das Bedürfnis nach einer Digitalkamera war mir nicht irgendwie angeboren oder so, sondern man hat es halt in der Werbung gesehen, nicht? Und ein Punkt in diesen Wachstumsfragen ist natürlich, ja, wenn wir uns über die Werbung dauernd sozusagen neue Bedürfnisse anerziehen lassen, dann wollen wir natürlich diese Dinge auch. Und das ist vielleicht ein Teil dieses Problems, dass wir immer mehr und immer anderes wollen. Und der Ökonom geht darüber weg und sagt halt, naja, das sind die Bedürfnisse der Leute, und hinterfragt nicht wirklich, wo die möglicherweise herkommen, und sagt dann eben, naja, zur Befriedigung dieser steigenden Bedürfnisse brauchen wir halt Wachstum. Das ist sozusagen aus der Konsumentensicht. Und das ist wirklich in der Tat ein sehr enger Blick auf die Realität, die den ökonomischen und ökologischen Problemen, die wir haben, keineswegs gerecht wird. Ich möchte aber doch eine Lanze für die Ökonomen brechen, obwohl ich diese Vorbehalte kenne und selbst teile. Und das möchte ich anhand eines Vergleichs machen. Und zwar möchte ich die sogenannte Budgetrestriktion mit der Schwerkraft vergleichen. Was verstehe ich unter einer Budgetrestriktion? Da verstehe ich einfach drunter, dass der Einzelne eigentlich nicht mehr Geld ausgeben kann, als er hat, oder in realwirtschaftlichen Größen gesagt, er kann eigentlich nicht mehr konsumieren, als was er produziert. Da wird natürlich jeder sofort sagen, Moment, es gibt aber doch die Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen. Dann kann ich ja doch mehr konsumieren, als ich produziere. Das stimmt, für eine gewisse Zeit kann ich das, aber irgendwann muss ich den Kredit zurückzahlen, und das kann ich ja nur aus Einkommen, das ich verdient habe. Und hinter dem Einkommen, was ich verdient habe, sollte normalerweise eine produktive Leistung stehen. Also über meinen ganzen Lebenszyklus hinweg gesehen, kommt es schon Pi mal Daumen so raus, jedenfalls wenn ich keine Schulden vererbe an meine Nachkommen, dass ich ungefähr nur so viel an sich konsumieren kann, wie ich auch produziere. Und dann gibt es natürlich eine gewisse Umverteilung zwischen den Menschen, im Alter ohnehin, weil man dann nicht mehr arbeiten kann, und bei den Jungen auch, weil sie noch nicht arbeiten können, erst mal großgezogen werden müssen, in Ausbildung gehen müssen. Aber so Pi mal Daumen stimmt es, und es stimmt ganz exakt für die Welt insgesamt. Die Welt insgesamt kann nicht mehr konsumieren, als was sie produziert hat. Selbst wenn ich Erdöl, in Anführungsstrichen gesetzt, konsumieren möchte, muss ich erst Arbeit reinstecken, ich muss es nämlich aus dem Boden rausholen. Also das verstehe ich unter einer Budgetrestriktion, dass man nicht mehr verbrauchen kann, als was man erarbeitet hat, oder in Geldgrößen gesagt, dass ich nicht mehr ausgeben kann, als was ich eingenommen habe. Und diese Budgetrestriktion will ich mit der Schwerkraft vergleichen. Sie ist nämlich immer vorhanden. Schwerkraft ist auch immer vorhanden. Und deswegen darf weder die Schwerkraft noch die Budgetrestriktion jemals ignoriert werden. Ein Architekt, der ein Haus plant, ohne sich an die Schwerkraft zu erinnern, ohne die in seine statischen Überlegungen einzubeziehen, wird ein Haus konstruieren, das nicht funktioniert oder jedenfalls nicht stabil ist. Und ein Ökonom oder ein Unternehmer, der seine Budgetrestriktion nicht kennt und nicht berücksichtigt, mit allen intertemporalen Verschiebungen, die es gibt, mit allen Krediten und Zurückzahlen von Schulden, die es gibt, jemand, der das ignoriert, der wird ökonomisch scheitern. Auch ein Politiker, der die Budgetrestriktionen nicht kennt, kommt nicht vorwärts. Man kann allen Menschen wünschen, dass sie einen Kindergartenplatz für ihre Kinder haben. Man muss sich überlegen, wie man das finanziert. Aus welchen Steuern oder aus welchen Krediten. Also die Budgetrestriktionen, die gibt es immer. Aber selbstverständlich sind beide Teile, die Schwerkraft und die Budgetrestriktionen, nur ein Teil der Realität. Die Realität ist wesentlich größer. Und das ist dieses Stückchen Verteidigung, was ich für die Ökonomen hier ansprechen möchte. Die Ökonomen haben recht, wenn sie sagen, man kann nicht gegen die Budgetrestriktionen verstoßen, man muss sie berücksichtigen.
Und die Nicht-Ökonomen, die das kritisieren, haben insoweit recht, als sie sagen, wenn du dich nur um diese Budgetrestriktionen kümmerst, wenn du nur die Schwerkraft im Blick hast, dann wirst du kein interessantes Haus bauen, dann wirst du ökonomisch auch nicht sehr weit kommen. Das ist auch richtig. Das heißt, die Budgetrestriktion einerseits oder die Schwerkraft andererseits ist nicht das Einzige, was ich betrachten darf. Und ein Mathematiker, der würde das wahrscheinlich so formulieren, der würde sagen, ich muss unterscheiden, was ist mein Ziel und was sind die Nebenbedingungen, unter denen ich dieses Ziel versuche zu erreichen. Und ich möchte stehe auf dem Standpunkt, die Budgetrestriktion ist eine Nebenbedingung. Sie muss immer eingehalten werden, ohne sie geht es nicht, ohne sie mache ich Unfug. Aber die Maximierung meines Budgets, das muss noch lange nicht das Ziel meines Lebens sein und wahrscheinlich Ihres Lebens auch nicht. Die Berücksichtigung der Schwerkraft beim Bau eines Hauses ist eine Notwendigkeit, aber das ist nicht alles, was nachher das Haus ausmacht. Und mit diesem Hintergrund, würde ich sagen, kann man schon mit dem Ökonomenblick auf die Frage, Wachstum, ist es ökologisch vertretbar oder führt es in die Irre, kann man eine Marktwirtschaft nur mit Wachstum betreiben, führt sie dann an die Grenzen, kann man dieses Thema diskutieren, wenn man im Hintergrund hat, dass das nicht das einzig Wichtige im Leben ist, aber eine Voraussetzung, die eben berücksichtigt werden muss. Solange das Wachstum geringer ist als die Produktivitätssteigerung, ich erkläre das gleich nochmal, hat man das Problem, dass man im Prinzip die Zahl geleisteter Arbeitsstunden verringert, Arbeitsplätze vernichtet. Warum ist das so? Stellen Sie sich einfach vor, man produziert in einem Jahr 100 Gütereinheiten mit 100 Leuten. Und im nächsten Jahr sind die Leute alle produktiver geworden und die schaffen es mit derselben Menge an Arbeitszeit, 120 Gütereinheiten herzustellen. Dann sind sie ja produktiver geworden. Und wenn ich sie jetzt diese 120 Gütereinheiten herstellen lasse und die auch verkauft kriege, dann habe ich ein Wachstum in Höhe genau der Produktivitätssteigerung und niemand ist arbeitslos geworden. Ich habe auch niemanden zusätzlich beschäftigt für diese zusätzlichen 20 Einheiten, weil ja die Leute produktiver geworden sind. Aber immerhin ist es keiner rausgeflogen. Wenn ich jetzt aber nur 100 Einheiten von diesen produktiver gewordenen Leuten produzieren lasse und zum Beispiel auch nur 100 Einheiten absetzen kann, dann muss ich einige Leute entlassen. Vielleicht 20, vielleicht auch nur 5, aber es sind jedenfalls weniger Leute oder ich muss sie weniger Stunden arbeiten lassen zusammen. Das heißt, wovor die meisten Angst haben, dass die Produktivität schneller zunimmt, als wir eigentlich wachsen. Weil dann jeder sagt, okay, das bedeutet doch Arbeitslosigkeit. Das ist rein mathematisch richtig. Die Frage ist nur, wenn ich sage, dann lasst es uns doch, das wird der Vorschlag von Herrn Reuter gewesen sein, dann lasst es uns doch in Arbeitszeitverkürzung umsetzen, diese Produktivitätssteigerung. Jeder muss nicht 8 Stunden arbeiten am Tag, sondern vielleicht nur 6. Alle werden trotzdem satt, denn es ist ja mindestens dieselbe Gütermenge steht ja zur Verfügung. Statt 120, 100 oder vielleicht 110. Also wir haben ein bisschen mehr materiell, aber wir haben auch mehr Freizeit. Das wäre doch eine gute Idee. Und vielleicht bleiben wir auch bei den 100 Gütereinheiten, weil wir schon wissen, dass noch 20 mehr produziert ökologisch gar nicht mehr vertretbar sind. Vielleicht sind die 100 auch schon nicht so toll, aber jetzt auch noch 20 obendrauf ist gar nicht gut. Also lasst uns einfach nur weiterhin 100 Einheiten produzieren. Wir werden davon alle satt, sind wir im letzten Jahr ja auch geworden. Und wir arbeiten alle ein bisschen weniger. Und das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Die Frage ist nur, ob in dem ursprünglichen Jahr wirklich alle 100 gearbeitet haben oder ob da doch ein Teil vielleicht arbeitslos war. Und die sagen, na Moment mal, also ihr könnt jetzt zwar für die anderen die Arbeitszeit reduzieren, aber wir würden jetzt eigentlich auch ganz gerne mal arbeiten. Und das ist ja die Realität, wir gehen ja von so und so vielen Arbeitslosen aus. In Deutschland sind es nicht so viele, in Österreich ist es zwar für Österreich hoch, aber im Vergleich, im internationalen Vergleich niedrig. Aber in Südeuropa, wo 25%, ein Viertel der Erwerbspersonen ohne Arbeit dasteht, denen kann ich nicht mit Arbeitszeitverkürzung kommen. Die können sagen, ja, die noch beschäftigt sind, sollen gerne weniger machen, aber ich muss mehr machen. Umgekehrt heißt die Gleichung natürlich genauso, wenn ich schneller wachse, als ich produktiv werde, schaffe ich Arbeitsplätze oder kann die Anzahl geleisteter Arbeitsstunden erhöhen. Deswegen, das möchte man ja gerne, um Arbeitslosigkeit abzubauen. Und das heißt, man würde, wenn die Leute produktiver werden, wie ich das in dem Beispiel gesagt habe, nicht nur 120 Einheiten schaffen oder produzieren, sondern man möchte eigentlich 140 oder 150 Einheiten produzieren, damit man die Leute, die alle nicht beschäftigt sind, jetzt auch langsam wieder reinkriegt. Na gut, und da kommt sofort die Frage, das kann ja nur auf Kosten der Umwelt gehen, denn in der Regel ist Wachstum doch auch mit irgendeiner Art Ressourcenverbrauch verbunden.
Und die Leute, die das Wachstum befürworten, sagen dann ganz schnell, naja, ist doch eigentlich gar kein Problem. Wenn ich mehr produziere, kann ich davon ja den Staat auch Steuern nehmen lassen. Und diese Steuern kann ich ja einsetzen für den Umweltschutz. Und die Gegner dieser Haltung sagen dann wieder, ja, aber das ist doch völlig verrückt. Ich kann doch nicht erst die Umwelt zerstören, um dann über Steuereinnahmen, die mit dieser Zerstörung zusammenhängen, die Zerstörung wieder versuchen gut zu machen. Das ist doch nicht nur ineffizient, das können wir oft auch gar nicht wieder gut machen, was wir zerstört haben. Gut. Wenn man sagt, man will Innovationen zulassen, weil man das für einen Teil der Freiheit in unserer Gesellschaft und in allen demokratischen Gesellschaften hält, dann ist klar, dass Produktivitätssteigerungen immer wieder vorkommen werden. Nicht jede Innovation wird Erfolg haben am Markt. Nicht jede Innovation, nicht jede Idee, die man hat, ist sinnvoll, aber doch eine ganze Menge von den Ideen, die es gibt und die umgesetzt werden, bringen tatsächlich Produktivitätssteigerungen mit sich. Also denken Sie dran, der Job einer Sekretärin sieht heute ganz anders aus, wenn man sie überhaupt noch Sekretärin nennen kann. Der Chef tippt selber, ja, und sie geht das vielleicht nochmal Korrektur und sie schickt die Briefe raus, Serienbrief oder so. Aber das hat mit der früheren Arbeit einer Sekretärin eigentlich nichts mehr zu tun. Da ist also eine klare Produktivitätssteigerung drin. Und diese Freiheit, innovativ zu sein, bedeutet dann immer, wir müssen mit den Produktivitätssteigerungen leben. Sie bringen uns ja eigentlich auch was, je nachdem, wie sie dann verteilt werden. Also sie sind eine Begleiterscheinung einer Marktwirtschaft. So, und deswegen ist Wachstum im Sinne jetzt nicht von mehr Mercedes, mehr Benzinverbrauch, sondern ganz allgemein im Sinne von Veränderung, von Entwicklung, eine notwendige, eine automatische Begleiterscheinung der Marktwirtschaft. Es hat natürlich auch den Hintergrund, wenn ich sagen würde, wir frieren jetzt alles so ein, wie wir es jetzt haben. Wir sagen, unser Lebensstandard ist völlig hoch genug. Wir wünschen vielleicht ein paar armen Ländern, dass sie da ein Stück aufholen, vielleicht so ähnlich werden wie bei uns. Wobei wir wissen, wenn die so viele Autos fahren wie wir, dann haben wir keine Luft mehr zum Atmen auf der Welt. Aber gut, also Autos ein bisschen runter. Aber im Übrigen frieren wir unseren Lebensstandard ein und wünschen den anderen, dass sie noch ein bisschen hochkommen. Und dann lassen wir das da so. Dann werden wir scheitern. Dann sind wir können heute uns das Beispiel der Amish People angucken, die noch mit ihren Kutschen rumfahren und so. Und da jeder greift sich an den Kopf und sagt, das kannst du eigentlich nicht sein. Es ist vielleicht ökologisch vertretbarer, aber junge Menschen verlassen diese Gruppe großenteils. Man ist da nicht unbedingt freiwillig. Man ist da vielleicht groß geworden, aber irgendwann sieht man, nee, man möchte eigentlich da raus, was viel mit diesem Freiheitsbegriff zu tun hat. Und das heißt, wir können nicht einfach sagen, wir frieren das jetzt so ein, wie wir es haben, wir sind doch zufrieden, wie es jetzt ist. Erstens ist es für manche Länder auf dieser Welt gar nicht zufriedenstellend, für viele Leute auch in unserer Gesellschaft nicht zufriedenstellend, weil sie am unteren Rand sind. Und es wird auch nicht gehen. Es wird immer jemandem etwas einfallen, was andere quasi arbeitslos macht, wenn sie nicht mithalten. Gut, dann fragen wir uns mal, was sollte denn wachsen? Ich hatte schon angedeutet, es ist wahrscheinlich nicht sinnvoll, die Anzahl Autos wachsen zu lassen oder dass sie schneller fahren können oder dass sie, längere Strecken fahren können, dass die Tanks größer werden. Man muss sich schon überlegen, was da wachsen soll. Und wenn man diesen Wachstumsbegriff vielleicht als Entwicklungsbegriff etwas weiterfasst, dann kann man sich auch überlegen, dass Wachstum nicht unbedingt damit verbunden sein muss, dass man mehr Ressourcen verbraucht. Es könnte auch Veränderung im Sinne von Ressourcenschonung sein. Also denken Sie mal dran, wie so Wasserkreisläufe in Haushalten schon experimentiert worden sind. Und ich glaube, das ist schon relativ weit, dass man eben das Abwasser, was man von der Waschmaschine hat, für die Toilettenspülung nimmt oder sowas. Und dann eben bestimmte Wasserkreisläufe in dem Haus baut, um zu sagen, weil wir können die Ressourcen ja besser nutzen. Da gibt es ja 1000 Beispiele für. Ja? Also eine Entwicklung, eine Veränderung ist nicht automatisch mit einem höheren Ressourcenverbrauch verbunden. Es kann so sein, es muss aber nicht so sein. Und trotzdem können wir von Entwicklung und von Veränderung und von Wachstum in dem Sinne sprechen, als natürlich Leute an diesen Stellen arbeiten müssen, um solche Veränderungen herbeizuführen, um zum Beispiel die entsprechenden Produkte zu entwickeln und zu verkaufen. Ja, Ressourcenschonung, eine bessere Ressourcennutzung kann ein Teil dieser Entwicklung bedeuten. Da würden jetzt Vertreter des Umweltschutzes oder der Ökologiebewegung sagen, naja, aber Arbeitsplätze können doch nicht das Totschlagargument sein, denn, völlig richtig, wir brauchen Arbeitsplätze auf einem unbewohnbaren Planeten. Und das ist ein Argument, das man nicht von dem Tisch wischen kann. Natürlich, wir brauchen keinen einzigen Arbeitsplatz in einer Welt, in der es keine Luft mehr zum Atmen gibt. Und es ist fahrlässig, zu sagen, nun lasst uns erstmal die Arbeitsplatzprobleme lösen und dann reden wir später über die Ökologie
und über den Klimawandel und was wir alles für Probleme haben. Denn wir haben doch deutlich das Gefühl, es könnte irgendwann mal zu spät sein. Die Spiralen, die da in Gang gesetzt sind, was die Zerstörung unserer Umwelt angeht, sind schon so mächtig. Wir wissen ja schon, dass wir die Klimaerwärmung gar nicht so aufhalten können, wie wir es gerne wollten. Und soll man dann wirklich wieder 10 Jahre sagen, jetzt lasst uns erstmal Europa wieder reparieren und den Euro und dann können wir über Umwelt reden. Ist das wirklich die Lösung? Das kann es eigentlich nicht sein. Jedes Jahr, das wir verlieren, ist ein Riesenverlust vermutlich für die uns nachfolgenden Generationen. Trotzdem, das Fressen kommt vor der Moral. Ist das der unauflösbare Widerspruch zwischen Ökonomie und Ökologie? Heißt das, jetzt kann ich den Vortrag beenden, wir wissen, es geht nicht. Wir vegetieren so weiter vor uns hin. Was machen wir? Na, ganz so pessimistisch bin ich natürlich nicht, sonst hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht hergetraut. Ich würde zunächst mal konstatieren wollen, dass eine ganz wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Voraussetzung für eine Veränderung, und zwar eine friedliche, eine nicht revolutionäre, eine nicht auch viele Menschen zerstörende Veränderung ist, dass der Kampf ums nackte Überleben beendet werden muss. Und auch nicht nur der Kampf ums nackte Überleben eines Menschen in Bangladesch, sondern auch der Kampf ums nackte Überleben bei den Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft in den untersten Einkommensschichten existieren, denn auch die strampeln. Ihnen zu sagen, euch geht es doch besser als einem armen Menschen in Bangladesch, ist eine Frechheit. Denn natürlich lebt der Mensch auch vom Quervergleich. Er möchte in der Gesellschaft mithalten, er ist ein soziales Wesen und wenn er das Gefühl hat, er ist in der Gesellschaft immer am untersten Rand und hat keine Chance, da wegzukommen, dann kann man ihm nicht damit kommen, naja, woanders würdest du gar nicht meckern, denk mal, wie gut es dir geht. Das ist keine Antwort, das ist keine Lösung, das ist eine Frechheit. Also es ist ganz wichtig, dass wir diesen Kampf ums nackte Überleben beenden und zwar sowohl relativ gesehen in unserer Gesellschaft als natürlich auch in ganz anderen Gesellschaften, um die Menschen überhaupt dazu bringen zu können, über das Übermorgen nachzudenken. Wenn sie um das Heute kämpfen, können sie nicht über das Übermorgen nachdenken. Das zu verlangen, ist zu viel. Denken Sie dran, nach dem Krieg, schon mal Ende des Krieges und nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin, haben die Menschen, weil sie kein Holz zum Feuer machen hatten, die Bäume gefällt. Natürlich wussten sie, dass das schlimm ist, ja? Aber sie mussten den Winter überstehen, sie brauchten was zum Heizen, da war es eben keine Frage. Und hätte ihnen jeder sagen können, du zerstörst einen Baum, der da so und so viele Jahrzehnte gestanden hat, ja und? Und genauso ist es in ganz vielen Entwicklungsländern. Es ist interessant, dass das Basisjahr, soweit ich weiß, für irgendwelche Berechnungen, wie viel CO2 Deutschland einzusparen bereit ist, immer irgendwie, glaube 1990 ist oder 1991, nicht? Und das ist gerade die Zeit, wo wir sozusagen Bitterfeld abgestellt haben. Das ist dann ganz fein, also oder Bitterfeld wurde nach dem Basisjahr direkt abgestellt, dann kann man schon gleich sagen, Deutschland hat ganz viel gemacht. Deutschland hat ganz viel CO2 eingespart, weil halt eine bestimmte Industrie komplett ausgefallen ist, aus ganz anderen Gründen. Das ist sehr unfair, dieser Vergleich, nicht? Man hätte ein Basisjahr wählen sollen, wo die Katastrophe, die ökonomische Katastrophe, die es in Ostdeutschland de facto gegeben hat, schon mal da war und sagt, so und jetzt von diesem niedrigen Level aus rechnen wir mal, wie viel Deutschland eigentlich einspart. Aber das haben die Deutschen ganz geschickt gemacht, dass sie sich in diesen internationalen Vergleichen ein Jahr rausgesucht hat, wo noch so richtig die Dreckschleudern mit am Werke waren. Aber das nur am Rande. Was folgt daraus, wenn wir sagen, wir müssen den Kampf ums nackte Überleben abstellen? Es folgt daraus, weil wir das ja nicht von heute auf morgen schaffen, aber die ökologischen Probleme schnell angegangen werden müssen. Das bedeutet, dass die Verantwortung erstens in der Welt, die Verantwortung der reicheren Gesellschaften für diese Welt natürlich viel höher ist als die der ärmeren Gesellschaften und innerhalb jeder Gesellschaft die Reichen dran sind mit dem Verantwortung übernehmen. Und da werden wir sicherlich nachher in der Diskussion noch drauf kommen, was das heißt und ob das funktionieren kann. Es ist zumindest mal ein Postulat. Ja, um jetzt Ihren Blick ein bisschen nicht nur auf das Ökonomische zu lenken, sondern etwas breiter zu ziehen, möchte ich von folgendem Dreiklang ausgehen. Ich überlege mir, wovon hängen die Lebensbedingungen jedes Einzelnen ab? Zunächst mal natürlich von seiner individuellen Einstellung, also im Sinne von, mache ich jetzt die nächste Dose auf oder gehe ich das frische Gemüse aus der Region kaufen? Das bestimmt nachher natürlich, wie kommen die Bauern in der Region klar und wie gut ist das Essen, was ich zu mir nehme. Natürlich auch die Frage, ob ich mir das leisten kann. Das heißt, die eigene Einstellung
zu dem, wie man wirtschaftet, wie man sein Geld ausgibt, wie man es verdient, hat natürlich großen Einfluss auf die Lebensbedingungen, nicht nur für einen selbst, sondern für den Rest der Gesellschaft. Wobei der Einzelne natürlich nur einen kleinen Einfluss hat, aber er hat einen. Umgekehrt, je nachdem, wie die Lebensbedingungen sind, die er vorfindet, wirkt das natürlich auf seine Einstellung, seine Haltung zurück. Wenn er das Gefühl hat, wenn ich beim Biobauern einkaufen gehe und 99,9% der anderen Menschen nicht, dann zahle ich nur einen hohen Preis, aber eigentlich funktioniert es nicht. Die anderen kaufen trotzdem die aus China importierten Erdbeeren zu Weihnachten oder sowas. Ja? Also dann kommt ganz schnell die Frage, ja, Tropfen auf den heißen Stein, es bringt doch gar nichts, was ich mache. Also die Lebensbedingungen, die ich insgesamt vortreffe, prägen natürlich auch meine Einstellung bis dahin, dass man sagt, ist mir wurscht. Das habe ich manchmal so das Gefühl, dass das in der Schülergeneration so ein bisschen vorherrscht. Also da, wo ich spazieren gehe mit meinem Hund, da liegen die Brötchen, die Wurstscheiben auf dem Schulweg herum. Man kann den Hund gar nicht freilassen, weil der das alles frisst, wo ich immer denke, das kann eigentlich doch nicht sein. Was ist das für eine Einstellung? Es ist auch deren Umwelt. Also erstens, welcher Überfluss herrscht da? Wer versorgt die eigentlich? Wer fragt nicht danach, wo die ihr Geld für ausgegeben haben? Und dann, wie können die ihre Umwelt so missbrauchen? Ja, oder sie knallen die Flaschen hin und der Hund schneidet sich die Pfoten auf und man einfach fragt, ist das normal? Also die Lebensbedingungen haben die jungen Leute das Gefühl, sie können was verändern, sie sind daran beteiligt oder nicht, haben natürlich großen Einfluss darauf, welche Haltung sie haben. Sagen sie, ach, ist mir doch wurscht. Ja? Also, irgendwer wird es schon wegmachen oder es interessiert mich alles nicht. Ist ja nicht mein Privateigentum. Der Dreiklang, das zweite Bein, das ich da ansprechen will, ist natürlich das politische System. Es ist klar, man kann wählen gehen. Auch da ist wieder dieser Tropfen auf den heißen Stein, diese eine Wählerstimme, wie viel macht das aus? Die Parteien erzählen zwar immer, es ist ganz wichtig, dass sie zur Wahl gehen. Wir wissen, Wahlenthaltung ist problematisch wegen der extremen Parteien, aber der Einfluss ist natürlich letzten Endes gering. Und umgekehrt hat das politische System natürlich doch einen erheblichen Einfluss auf das, wie wir das hier alles finden. Wir sind enttäuscht von unseren Politikern und sagen, ja, wenn die nicht ziehen, dann ich auch nicht, dann fahre ich eben meinen dicken Mercedes. Die sind ja selber mit ihren Karossen kein besseres Vorbild. Und selbstverständlich, im politischen System braut sich ja das zusammen, wie dann die Rahmenbedingungen festgelegt werden, hat das Einfluss auf die Lebensbedingungen von allen, von jedem Einzelnen und von allen zusammen. Das Dritte, und umgekehrt natürlich, so wie die Lebensbedingungen sind, beeinflussen sie insofern das politische System. Gucken Sie sich in Südeuropa an oder Ukraine, dass wenn es sehr, sehr hart auf hart kommt, wenn kein Ende einer Krise abzusehen ist, ist natürlich ein politisches System in Gefahr, speziell jetzt bei uns in Europa, die Demokratien. Denn wenn die Lebensbedingungen sehr schlecht sind, dem kann sich letzten Endes keine Regierung wirklich unendlich lange entziehen. Und das dritte Standbein, wo ich mich sozusagen eher für zuständig fühle, ist das ökonomische System. Da ist es ja relativ einleuchtend. Das hat Auswirkungen auf die Lebensbedingungen. Finde ich einen Arbeitsplatz und wie gut ist der bezahlt? Finde ich keinen? Gibt es eine Sozialversicherung? Wenn ich das Gefühl habe, in diesem System kann ich nichts werden, prägt das natürlich meine Haltung, meine Einstellung zu der gesamten Gesellschaft und zu den Lebensbedingungen, habe ich das Gefühl, ich komme aus einem Hartz-IV-Haushalt, ich bin gebucht auf Hartz-IV, muss ich mich da in der Schule anstrengen? Also das ökonomische System, die ökonomischen Bedingungen, auf die ich treffe, prägen meine Einstellung und umgekehrt. Ich kann natürlich versuchen, mich anzustrengen, ich kann versuchen, in diesem ökonomischen System zurechtzukommen, aber ich kann es kaum verändern. Wieder dieser Gedanke, Tropfen auf den heißen Stein, genau wie mit meiner Wählerstimme. Eigentlich muss ich mich dem System fügen. Die Marktwirtschaft kann nichts dafür, dass der Bundestag oder bei Ihnen Ihr Parlament eine Schuldenbremse beschlossen hat, dem Fiskalpakt zugestimmt hat und damit die Politik, die Fiskalpolitik im Prinzip amputiert hat. Das kann man schlecht der Marktwirtschaft vorwerfen, nicht? Das ist ein fester Glaube, dass Schulden was generell Schlechtes sind, weil man ja nicht wahrhaben will, dass in gleicher Höhe Vermögen entsteht, wenn wir Schulden haben. Diese Budgetrestriktion ist den meisten Politikern unbekannt oder sie wollen es zumindest nicht hören und das Volk glaubt daran, Schulden sind was Schlechtes, also muss eine Schuldenbremse was Gutes sein. Und damit amputiere ich die Institution, die in einer Rezession die Spirale nach unten aufhalten könnte, als einzige aufhalten könnte, nämlich der Staat, also die Gesamtheit der Bürger. Der Einzelne kann es nicht aufhalten, aber die Gesamtheit der Bürger in Form des Staates könnte es aufhalten. Diese Institution habe ich jetzt amputiert. Also da muss das Kind schon sehr tief im Brunnen unten aufgeschlagen sein, bevor die wieder was machen dürfen. Zumindest in Deutschland. Ich denke, bei Ihnen ist es ähnlich stark verankert. Hintergrund dieser Schuldenbremse ist ein völlig falsches ökonomisches Verständnis, eine falsche Analyse der Eurokrise. Wird immer gesagt, hat was mit Staatsschulden zu tun. Dabei sind die Staatsschulden durch die Finanzkrise entstanden und durch die Rettung der vielen Banken und auch mancher Autokonzerne. Die waren nicht die Ursache, schon gar nicht der Eurokrise.
Die Vorstellung, das wäre nicht generationengerecht, wenn man Schulden macht. Und die Vorstellung, dass in der Globalisierung eh alles nicht so funktioniert, wie wir uns das denken. Also Schulden sind ganz schlecht. Daraus haben wir die Schuldenbremse gemacht. Mein Votum ist, sie ist sehr, sehr schädlich. Aber ich kann es nicht der Marktwirtschaft an sich zuschreiben und vorwerfen, sondern den Leuten, die sie steuern, die meinen, sie müssten sie so steuern. Gut, und zu diesem letzten Punkt bei der Ökologie, bei der Frage, wie wir mit dem Umweltschutz umgehen, da würde ich sagen, ist der Marktmechanismus teilweise hervorragend geeignet, uns an die richtige Stelle zu führen, mit den Ressourcen vernünftig umzugehen. Nur dummerweise hebeln wir ihn genau an der Stelle, wo es wehtun würde, aus. Und um das mal ein bisschen konkreter zu machen, um Sie da jetzt nicht nur in der Theorie schwimmen zu lassen, habe ich mal das ganz simple Beispiel, also es sind bestimmt Fachleute unter Ihnen, die mich hier korrigieren müssen. Ich habe es mal an was ganz Simples gemacht, nämlich am Kühlschrank. Bei der Frage, ob man sich einen neuen Kühlschrank hinstellt, weil der energieeffizienter ist oder ob man den alten behält. Naja gut, die Leute wissen das irgendwie, eigentlich müsste man mal einen neuen hinstellen. Wäre doch gut, liest man immer mal wieder Stiftung Warentest oder so, nicht? Gut, und manche sagen, okay, das mache ich jetzt auch. Und stellen sich einen neuen Kühlschrank hin, hoffentlich keinen größeren. Aber sie tun was. Ja, sie sagen, wir machen es energieeffizienter. Wunderbar. Einige wollen das tun, haben es auch verstanden, aber sie vergessen es wieder, es ist so viel zu tun. Einige nehmen halt dann lieber gleich zwei, verbrauchen also dieselbe Menge Strom wie vorher, haben aber einen höheren Kühlplatz. Also die wollen tatsächlich wachsen in ihrem Haushalt. Dann gibt es welche, die würden es gerne tun und sind aber leider in der Kreditklemme. Die haben nicht die Liquidität, sich einen anzuschaffen. Sie kriegen keinen Kredit und sagen, ja, ich würde ja gern. Ich würde auch gerne ein gasbetriebenes Auto fahren, aber leider muss ich eine alte Möhre nehmen, ich kann es mir nämlich nicht leisten. Das sind die, von denen wir immer wollen, dass sie sich ökologisch vernünftig verhalten, die aber konkret sagen, mein Geldbeutel gibt es nicht her. Gut, dann gibt es natürlich einige, die sagen, Klimawandel, was ist das? Und dann gibt es auch noch ein paar Leute, denen die Information fehlt. Und was macht jetzt die Politik daraus? Und was macht sie nicht daraus? Naja, die einfache Sache ist, falls Strom teurer wäre, als er heute schon ist, dann wäre der Anreiz, sich einen neuen Kühlschrank zu holen, wahrscheinlich höher. Das heißt, von den Gruppen, die ich Ihnen vorgezeigt hätte, hätten wir Gruppe Nummer 2 wahrscheinlich mit dabei. Also die würden es vielleicht nicht vergessen, weil sie es wirklich im Geldbeutel spüren, wenn der alte Kühlschrank so viel Strom frisst. Die, die 2 kaufen würden, würden sich es vielleicht nochmal überlegen, sagen, eigentlich würde ich vielleicht doch mit einem auskommen wie vorher. Und die Leute, gut, die den Klimawandel leugnen, denen ist vielleicht auch nicht zu helfen. Vielleicht haben die ja auch besonders große Budgets. Aber einigen Leuten, die Information fehlt, das würde sich auch reduzieren, das Problem, weil nämlich so viele jetzt gerade ihren Kühlschrank neu kaufen. Also würde ich, wenn ich mich darauf einlasse, zu sagen, naja, dann ist der Strom halt teurer, dann reagieren die Leute auch richtig. Und zwar nicht nur beim Kühlschrank, auch bei Klimaanlagen, bei der Frage, also Strom teurer heißt ja in der Regel auch Benzin teurer, ist ja auch die Frage, wie ich mit Mobilität umgehe, was Sie auch nächstes Mal dann hören werden, dann wäre der Anreiz höher, was zu tun. Ich würde mehr Leute erwischen. Was sagt die Politik? Bei uns heißt es, wahrscheinlich bei Ihnen auch, Strom muss bezahlbar bleiben. Also da, genau, das ist eine gute Frage, das diskutieren wir noch, für wen er bezahlbar bleiben muss. Aber das ist ganz wichtig, wir machen eine Objektförderung, wir sagen, Strom muss bezahlbar bleiben. Wir sagen nicht, ein Hartz-IV-Empfänger soll bitte so viel Geld haben, dass er sich überlegen kann, ob er das in seine Heizung oder in seinen Stromverbrauch stecken will oder in was anderes. Wir entmündigen ihn da, wir sagen, du brauchst billigen Strom, sonst kommst du nicht zurecht, anstatt zu sagen, wir machen dein Budget größer. Und dann kannst du dir überlegen, wofür du es ausgeben willst. Gut, und die Wähler, der Durchschnittswähler sagt, ich bin natürlich gegen ökologische Katastrophen, aber letzten Endes wähle ich dich nicht so gerne, wenn du mir sagst, das Benzin an der Zapfsäule wird teurer oder der Strom wird teurer, das gefällt mir nicht. Und hier möchte ich wieder eine Lanze für die Marktwirtschaft schlagen. Es ist nicht das Versagen der Marktwirtschaft, dass wir an dieser Stelle nicht weiterkommen, sondern es ist ein Versagen der Demokratie. Und zwar hat es ganz viel damit zu tun, dass der Zeithorizont unserer gewählten Vertreter kleiner ist als der Zeithorizont des Unfugs, den wir in unserer Umwelt anrichten. Die ökologischen Katastrophen, die wir so ins Rollen schon gebracht haben und weiter ins Rollen bringen, die haben eben viel längerfristige Auswirkungen, als so eine Wahlperiode dauert. Wachstum wohin? Eine kritische Sicht auf das Wirtschaftswachstum war das Thema einer Vortragsreihe im Wissensturm Linz. Wir zeigen Ihnen Ausschnitte. Frau Sabine Leideck aus Frankfurt, Mitglied des Deutschen Bundestages, referiert über
emanzipatorischer Wohlstand, Alternativen zur Wachstumsideologie am Beispiel der Mobilität. Immerhin ist der Verkehr nicht nur Ausdruck, sondern auch Ergebnis und Voraussetzung unserer Lebensweise, also unserer zerstörerischen Lebensweise, wie man leider sagen muss, ob wir wollen oder nicht. Und ich will einsteigen mit der Frage, womit haben wir es eigentlich zu tun, wenn wir Wachstum und Verkehr miteinander in Verbindung setzen? Und da habe ich Ihnen hier eine Folie aufgelegt, die Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch schon gelesen haben. Also vor etwa 2 Jahren hat in Leipzig ein großes Forum, Verkehrsministertreffen stattgefunden, das vom Internationalen Verkehrsforum organisiert wurde. Und der Generalsekretär der OECD, also der Industrieländergemeinschaft, Angel Guarria, hat dort gesagt, bis 2050 wird das Verkehrsaufkommen für Personen etwa doppelt so groß sein wie heute. Jenes Verkehrsaufkommen für Güter bis zu 4-mal so hoch. Und das wird dort bei einer solchen hochkarätigen Versammlung bekannt gegeben, obwohl alle über Klimawandel reden und das Problem des CO2-Ausstoßes und obwohl man weiß, dass der Verkehr mit etwa 25% erheblichen Anteil an dieser zerstörerischen Entwicklung hat. Der Ausgangspunkt für die herrschenden Politiken, so wie ich sie im Bundestag zumindest bisher erlebt habe und wie man sie auch auf solchen internationalen Konferenzen hören kann, ist, dass Verkehr gleichgesetzt wird mit Leistung, dass Verkehr gleichgesetzt wird mit Wachstum und dass Verkehr gleichgesetzt wird mit Wohlstand. Und ich behaupte, dass diese Zusammenstellung verkehrt ist. Und dass es in Wirklichkeit beim Verkehr um Aufwand geht, den man möglichst gering halten sollte. Die weltweite Situation stellt sich so dar, dass von 1985 bis 2005 die Weltbevölkerung etwa um 50% von 4,4 auf 6,4 Milliarden Menschen gestiegen ist. Und im selben Zeitraum, also von 1985 bis 2005, die Zahl der Autos, der PKWs, um 100% erhöht worden ist. Das heißt, die Automobilisierung der Weltbevölkerung wird massiv vorangetrieben. Es ist allerdings eine extrem ungleiche Entwicklung und auch eine extrem ungleiche Situation. 590 PKW auf 1000 Einwohner ist der Durchschnitt der OECD, also der Industrieländer. Das bedeutet, dass eben auf 1000 Menschen inklusive Kinder und Jugendliche unter 18, inklusive Greise und so weiter, 590 Autos kommen. Zum Vergleich, in Lateinamerika sind es 90 Autos pro 1000 Einwohner, in Afrika sind es 19 Autos pro 1000 Einwohner. In Indien und China waren es zumindest zum Zeitpunkt dieser Erhebung, das war 2010 ungefähr, 10 bis 11 Autos pro 1000 Einwohner. Und der Spitzenreiter unter allen Nationen sind die USA mit 770 Autos pro 1000 Einwohner. Und in Europa ist Deutschland Spitze mit 560 Autos. Im Jahr 2005 waren 70% aller PKWs in den OECD-Ländern registriert, obwohl die Weltbevölkerung nur zu 16,5% aus den OECD-Ländern kommt. Also daran sieht man diese Ungleichzeitigkeit. Und die Vorstellung, dass man diese Form der Automotorisierung verallgemeinern könnte für die Weltbevölkerung, erscheint allen einigermaßen vernünftig denkenden Menschen geradezu absurd, wenn man bedenkt, dass über Peak Oil gesprochen wird, dass eben über Klimawandel gesprochen wird. Dennoch ist es so, dass die weltweite Automobilindustrie genau ein solches Szenario vor Augen hat und tatsächlich ihre Investitionsstrategie darauf ausrichtet, dass zumindest in China und Indien
die Zahl der PKWs auf mindestens 250. Ich erinnere, von 10 auf 250 pro 1000 Einwohnern steigen soll. Wenn die ihre Investitionsstrategie so ausrichten, heißt es, dass es da ein massives ökonomisches Interesse gibt und es nicht nur irgendwie einfach Planspiele sind, sondern es hat was mit materieller Gewalt zu tun. Der Güterverkehr, der sich ja nochmal unterscheidet von dem, was wir mit dem Automobil für Probleme haben, der Güterverkehr in der Europäischen Union ist allein in dem Zeitraum von 1995 bis 2008 um fast 50% gestiegen, und zwar der Güterverkehr auf der Straße. Nur der Lkw-Verkehr, der Güterverkehr, der am meisten problematisch ist, weil er am meisten Schäden anrichtet. In Mittel- und Osteuropa wurde dieser Straßengüterverkehr um 174% gesteigert. In Deutschland, was jetzt kein unterentwickeltes osteuropäisches Land ist, um 120%. Und im selben Zeitraum ist der Güterverkehr auf der Schiene zurückgegangen. Das muss ich jetzt vielleicht auch gar nicht mehr weiter ausführen. Zwar nicht so drastisch, aber immerhin. Und wir haben insgesamt eine gewaltige Steigerung von Güterverkehr. In Europa wuchs der Güterverkehr und wächst mehr als doppelt so schnell wie das Bruttoinlandsprodukt. Also man kann ja sagen, wenn mehr Wirtschaftstätigkeit ist, muss auch mehr transportiert werden. Faktisch wird aber mehr als doppelt so viel mehr transportiert, als mehr erwirtschaftet wird. Und im Grunde ist es der Ausdruck davon, dass man sagt, die Transportintensität ständig gesteigert wird. Das heißt, in jedem Produkt, in jedem Gut, das transportiert wird, stecken heute viel mehr Transportkilometer als vor 10, 15 oder 20 Jahren, ohne dass es an der Qualität dieses Produktes etwas verändert. Zugleich ist der Block sozusagen der einigermaßen verträglichen Transportmittel geschrumpft. Also dazu zählt nicht nur die Schiene, sondern vor allen Dingen auch die Binnenschifffahrt, die auch zurückgegangen ist. Und dann gibt es noch sowas wie Pipelines. Das spielt keine große Rolle, aber es ist immerhin eine Möglichkeit, mit also relativ wenig Umweltschäden zu transportieren. Jetzt mache ich mal noch ein Bild zur Illustration. Das ist jetzt ein längerer Zeitraum von 1950, also sozusagen von den Nachkriegsjahren bis 2010, hat sich der Personenverkehr, und das ist jetzt bezogen auf Deutschland, ich habe es nicht geschafft, die Zahlen für Österreich herauszufinden, es ist immer nicht so einfach, die vergleichbaren Zahlen zu entdecken, aber ich glaube, die Entwicklung ist nicht grundsätzlich unterschiedlich. Sie sehen, dass sich praktisch seit 1980 ungefähr, was ja nun keine Zeit war, ich sehe niemanden, der sich daran nicht erinnern kann, hier im Saal. Also 1980 war nicht eine Zeit, in der man sagen würde, wir haben irgendwie in der Steinzeit gelebt, wir waren nicht entwickelt, was weiß ich. Also im Gegenteil, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass meine Mobilität eingeschränkt ist. Ich bin überall hingekommen, wohin ich wollte, und ich denke, das werden Sie wahrscheinlich auch bestätigen können. Aber seit diesem Zeitpunkt hat sich die Zahl der gefahrenen Autokilometer praktisch verdoppelt. Seit 1980 bis 2010. Das finde ich schon irre, also wenn man sich es mal so vor Augen führt. Güterverkehr, da hatte ich gerade schon drüber gesprochen. Hier ist der sogenannte Modal Split dargestellt. Das heißt, wie verteilen sich die zu transportierenden Güter auf die unterschiedlichen Verkehrsmittel. Und da stellt man fest, dass sich die Transporte via Lkw dramatisch erhöht haben, also immer mehr mit dem Lkw, dass die Schiene dramatisch abgenommen hat. Das ist jetzt der Zeitraum von 1960. Also das ist auch da immer schwierig, die Zahlen genau passgenau zu finden, aber es ist also von 1960, wo fast noch 40% der Güter auf der Schiene transportiert worden sind,
bis 2010, wo weniger als 20%, also konkret sind es ungefähr 17 oder 18% der Güter, die nur noch auf der Schiene transportiert werden, zurückgegangen. Warum ist es alles so dramatisch? Es ist auf der einen Seite dramatisch, weil in vielen Ländern dieser Welt oder auch in vielen Ländern Europas oder in vielen Städten Europas die Leute ächzen unter der Verkehrslast. Es ist aber vor allen Dingen auch dramatisch, weil es einen erklärten oder nicht erklärten Krieg um Ressourcen gibt auf dieser Welt. Der Peak Oil, der nicht bedeutet, dass es kein Erdöl mehr gibt in absehbarer Zeit, sondern der bedeutet, dass die leicht zu fördernden Quellen zur Neige gehen, heißt auf der anderen Seite, dass andere Quellen von Erdöl angezapft werden, wie beispielsweise Tiefseeförderung, die mit großen Risiken verbunden sind. Wir haben Ölkatastrophen erlebt, deren Auswirkungen nach 20 Jahren immer noch nicht bewältigt sind. Und dazu kommt jetzt der neueste Clou, der Fracking heißt, wo es sozusagen um die Ausbeutung von Erdgas geht, indem man mit Hochdruck die Erde aufspaltet. Das ist ein Teil der Bedrohung für die Gesellschaften, würde ich sagen. Also nicht nur für diejenigen, die vom Erdöl abhängig sind, sondern auch für diejenigen, die unter der Erdölförderung leiden. Die zweite dramatische Dimension ist der sogenannte Fluch der Ressourcen. Darüber habe ich gerade schon ein bisschen gesprochen. Das heißt nicht nur, dass das Verfeuern von fossilen Rohstoffen den Klimawandel befeuert und massiv antreibt und für wirklich Hunderttausende, Millionen Menschen im globalen Süden heute schon die Lebensbedingungen schwieriger bis unerträglich werden. Es heißt auch, dass eben die Ausbeutung dieser Rohstoffe mit der Zerstörung von Lebenswelten zusammenfällt. Und hier, dieses Bild ist ein Bild aus dem Niger-Delta, Westafrika, wo eine UN-Studie zu dem Ergebnis kommt, dass dort schwerste Umweltschäden hervorgerufen werden durch die Ölfirmen, die dort Öl fördern, und dass ein ganzes Volk, nämlich das Volk der Ogoni, da praktisch keinerlei Überlebensmöglichkeiten oder kaum Überlebensmöglichkeiten noch hat. Was wäre die Alternative zu dieser Art des Verkehrswachstums und das weiter so? Im Grunde könnte man als Überschrift wählen Mobilität und gutes Leben für alle als Ziel mit weniger Verkehr. Und das Quartett, das dazu passt, ist eigentlich uralt, also es ist überhaupt nichts Neues. Das heißt einfach, man muss Verkehr vermeiden. Dort, wo man ihn nicht vermeiden kann, muss man ihn verlagern oder dort, wo Wege nicht zu vermeiden sind, müssen sie möglichst kurz sein. Also man muss die Wege verkürzen. Dort, wo man nicht drumherum kommt, zu transportieren oder Wege zurückzulegen, sollen sie mit den möglichst umwelt- und menschenverträglichsten Verkehrsmitteln zurückgelegt werden. Das heißt, man verlagert möglichst auf die Bahn, aufs Schiff. Und schließlich, als letztes, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, Verkehr zu verbessern. Da gibt es jede Menge Dinge mit CO2-Grenzwerten und mit den Verkehrsfluss hin und her organisieren. Vor allen Dingen aber geht es darum, dass die Verkehrsprojekte besser werden, dass Stadtumbau finanziert wird anstatt Autobahnbau. Die Zahl der Wege, die ein Mensch pro Tag zurücklegt, ist überschaubar. Es sind ungefähr, also 3,5 Wege pro Tag im Durchschnitt. Und zwar kann man da eigentlich die Weltbevölkerung angucken. Das unterscheidet sich auch nicht nach Weltregionen, nicht wirklich. Die Wege haben sich ein bisschen vermehrt, also das ist aber jetzt auf Europa bezogen.
Also 1929 waren es noch ein bisschen weniger Wege, da waren es unter 3 Wege, da hat man vielleicht noch nicht so viel Kultur genossen oder man konnte nicht so in die Freizeit, also sich sozusagen wegbewegen, um Urlaub oder Schwimmbad zu besuchen. Aber das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Die Zeit, die ein Mensch am Tag unterwegs ist, hat sich auch nicht wirklich verändert. Von 1929, da war es noch ein bisschen weniger, da war es ungefähr 1 Stunde 10 Minuten. Aber seit 1998, da ist es ein bisschen auf 1 Stunde 20 Minuten, 1 Stunde 25 Minuten gestiegen. Es ist ungefähr so bei 1 Stunde 20 Minuten. Das ist die Zeit, die man unterwegs ist. Was sich wirklich verändert hat, und zwar dramatisch, sind die Strecken, die der Mensch sozusagen bei der gleichbleibenden Zahl von Wegen und bei der gleichbleibenden Zeit zurücklegt. Was heißt? Wir sparen keine Zeit, wir kommen nicht an mehr Ereignisse heran, aber wir müssen weitere Wege zurücklegen, um dahin zu kommen, wohin wir wollen, an den Arbeitsplatz, zum Einkaufen, zum Arzt, zu den Freundinnen und Freunden, ins Grüne. Das ist das Entscheidende, was sich verändert hat. Und das ist im Grunde eine wesentliche, eine wichtige Voraussetzung für eine Veränderung zum Guten, dass wir die Wege wieder verkürzen. Und ich habe jetzt mal 2 Folien gemacht, die so ein paar Grundlinien für emanzipatorischen Wohlstand, ich benutze jetzt mal diesen sperrigen Begriff, im Bereich Mobilität und Verkehr skizzieren sollen. Die erste Grundlinie habe ich überschrieben mit der fluffigen Formulierung: Öffentlich ist wesentlich. Entscheidend ist, dass die Menschen zum Zurücklegen ihrer Wege nicht auf ihr eigenes Auto angewiesen sind, sondern dass es öffentliche Verkehrsmittel gibt, die viel, viel effektiver sind, die einfach, also ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen Sie alle Herrn Professor Knoflacher aus Wien, der so wunderschöne Bilder kreiert hat, wie man eben 50 Autos, wenn man die nebeneinander auf die Straße stellt, ist eine riesige Fläche voll. Und wenn man 50 Leute in einen Bus setzt, dann ist es eben ganz handlich und kompakt und das zeigt ganz viel. Mal ganz abgesehen davon, dass er den schönen Begriff Stehzeuge geprägt hat, um damit die Autos zu charakterisieren, die eben zu 95% der Zeit stehen und nicht fahren. Das heißt aber, dass der ÖPNV, also Busse, Bahnen und Bergbahnen und was es so alles gibt, das öffentliche Angebot für alle zugänglich sein muss. Das hat was mit Qualität zu tun. Das hat damit was zu tun, dass zum Beispiel eine Bahn in der Fläche präsent sein muss und nicht Bahnhöfe gekappt werden und Strecken dicht gemacht werden, wenn da nicht mindestens 1000 Fahrgäste am Tag anlanden. Das heißt, dass es Barrierefreiheit geben muss, dass die Angebote auch zugänglich sein müssen, selbst wenn man im Rollstuhl sitzt oder wenn man nicht versteht, wie so ein komplizierter Fahrkartenautomat funktioniert oder. Viele, viele Möglichkeiten. Und es hat auch was mit den Preisen zu tun. Das wäre nochmal eine ganz neue Debatte. Ich finde es eine lohnenswerte Offensive zu fordern, dass es Nulltarif im ÖPNV für alle geben soll. Das heißt nicht, dass der ÖPNV kostenlos ist, das ist er nicht, sondern das heißt, dass man eine solidarische Finanzierung organisieren muss, damit nicht diejenigen blechen müssen, die eben die Öffis benutzen, und, sondern dass eben alle, denen ein solches Angebot zur Verfügung steht, sich auch dran beteiligen. Öffentlich ist wesentlich heißt auch, dass die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst, in den öffentlichen Verkehrsbereichen gut sein müssen, dass die Beschäftigten eine wichtige Arbeit tun und dafür ordentlich bezahlt und in vernünftigen sozialen Bedingungen aufgehoben sein müssen.
will ich jetzt auch nicht vertiefen. Wir haben da in Deutschland katastrophale Entwicklungen durch die ganze Liberalisierung, insbesondere im Busbereich. Die Busfahrer verdienen fast nichts und das ist eine ganz schreckliche Geschichte. Und öffentlich ist wesentlich, heißt auch, dass die öffentlichen Räume für die Bürgerinnen und Bürger da sein müssen, dass man eben nicht gezwungen ist, sein Auto zu nehmen und rauszufahren ins Grüne oder sich sonst wie irgendwie seine Freizeit woanders organisieren muss, sondern dass es sozusagen zu Hause möglich sein muss, vor der Haustür. Die zweite Grundlinie ist, dass es demokratische Steuerung und Planung braucht. Also die Entwicklung der Verkehre und der Stadt- und Regionalentwicklung dem Markt zu überlassen oder dem Gewerbe, wo es sich eben ansiedeln will und so weiter, ist der falsche Weg, weil wir da genau zu solchen Problemen gekommen sind, wie wir sie eigentlich anders lösen müssten. Das heißt, dass man wirklich eine Renaissance der Planung braucht und es nicht quasi mit dem Attribut, das bei uns in Deutschland zumindest als absolutes Schimpfwort von den vor allen Dingen Vertretern der CDU gebraucht wird, ihr wollt zurück zur Planwirtschaft. Das ist natürlich Unsinn, weil Planung wirklich was absolut Sinnvolles ist. Das heißt aber auch, dass Planung einhergehen muss mit demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten und mit direkter Demokratie. Wir haben gerade im Verkehrsbereich eine ganze Menge Beispiele dafür, dass Mega-Verkehrsprojekte durchgezogen werden gegen den Widerstand der Bevölkerung. Da komme ich nachher nochmal dazu. Und es aber notwendig ist, dass die Menschen die Möglichkeit haben, ihre Mobilitätsbedürfnisse zu artikulieren und auch die Möglichkeit haben, auf solche Planungen von Städten und Gemeinden Einfluss zu nehmen. Und schließlich, habe ich jetzt mal ein bisschen provokant gesagt, heißt es, wir müssen die Möglichkeit der Autofreiheit für alle schaffen. Es gibt eine Tendenz, dass sich die Wohlhabenden zunehmend dort ihre Wohnungen und Häuser suchen, wo möglichst wenig Verkehr ist. Also die autofreien Zonen, zum Beispiel in Kassel oder in anderen Städten, sind der absolute Renner. Da wollen alle wohnen, können natürlich nur die, die wirklich wohlhabend sind. Während diejenigen, die nicht wohlhabend sind, vor allen Dingen da wohnen, wo es laut ist, wo es stinkt, wo viel Verkehr vorbeiläuft. Wir haben für Berlin und Essen eine Studie gemacht, die sich bezogen hat auf die soziale Struktur in Bezug zu der Nähe zur Autobahn. Und man kann wirklich drastisch feststellen, dass die Häuserreihe, die am nächsten an der Stadtautobahn bzw. an der Hauptdurchfahrtsstraße ist, praktisch zu 100% von armen Leuten bewohnt wird. Und schon zwei Reihen dahinter steigt der Einkommenspegel, weil es da nicht mehr so laut ist und nicht mehr so stinkt. Das heißt, man muss auch eine andere Brille aufsetzen, also die politisch Verantwortlichen müssten eine Brille aufsetzen, die erstens die Perspektive der Nicht-Motorisierten im Auge hat, also der Kinder und all derer, die eben zu Fuß gehen. Übrigens legen alle Menschen, auch in Österreich, auch in Deutschland, die meisten Wege, die sie machen, zu Fuß zurück. Das heißt, meistens ist man Fußgänger. Trotzdem werden die Städte vor allen Dingen so organisiert, dass die Autofahrer gute Bedingungen haben und das muss man ändern. Und die Perspektive der Armen überall ist eben auch eine wesentliche Perspektive, nicht nur in unseren Städten, sondern eben auch, wenn man den Globus anschaut und sich vor Augen führt, dass es in Afrika, in weiten Teilen Afrikas schon ein enormer Fortschritt für die Lebensqualität der Menschen wäre, wenn sie ein Fahrrad zur Verfügung hätten. Geschweige denn, dass ein Bus käme. Dort werden ganz viele Möglichkeiten können gar nicht wahrgenommen werden, weil die Leute einfach sich nicht dorthin bewegen können, wohin sie wollen. Die Grundlinien für emanzipatorischen Wohlstand bezogen auf den Güterverkehr kann man recht schnell zusammenfassen und die sind eigentlich auch nicht neu.
Das Erste und Wichtigste ist, dass Transporte verteuert werden müssen. Da gibt es ja nicht nur die kuriose Situation, dass der Luftverkehr, der gewerbliche Luftverkehr alleine in Deutschland mit 10 Milliarden subventioniert wird, sondern es ist eben auch so, dass die LKWs bei weitem nicht die gesellschaftlichen Kosten einbringen über die Maut, die die Schäden decken, die sie verursachen. Das heißt, es müssen alle auch indirekten Kosten angelastet werden und jede Art von Subventionierung muss weg. Dann viel schwieriger und aber natürlich insgesamt viel bedeutsamer für die Entwicklung von Wohlstand und Lebensqualität ist die Frage der Dezentralisierung. Also wie kriegt man es eigentlich hin, dass sie zum Beispiel die Lebensmittel für den Wochenmarkt produziert werden und nicht für den Weltmarkt? Was bedeutet das für das Konsumverhalten? Was bedeutet das für Wertschöpfungsketten? Und es gibt relativ wenig Forschung dazu. Ich bin jetzt gestoßen auf ein Projekt der Alpeninitiative in der Schweiz, die sehr systematisch dazu arbeiten und auch richtige Studien dazu angeregt oder angeleiert haben. In Deutschland gibt es sowas praktisch noch nicht. Das Dritte ist, dass reguliert werden muss. Zum Beispiel müssen die Größen der LKWs reguliert werden. Diese Gigaliner, die immer größer werden, machen natürlich auch immer mehr Schäden und befeuern den Transport. Es müssen Durchfahrtsverbote, Nachtfahrverbote, Nachtflugverbote her, damit die Menschen und die Umwelt geschützt werden und nicht umgekehrt die Menschen krank werden, weil diese Verkehre gestützt werden. Und wir brauchen auch sowas wie Arbeits- und Sozialstandards, die in Europa vereinheitlicht werden, damit eben nicht diese Kostenvorteile in den verschiedenen Ländern genutzt werden können. Und schließlich, okay, Kooperation statt Konkurrenz, öffentliche Beschaffung, regional orientiert und nicht am billigsten orientiert, sondern am besten. Die Alternativen, die es gibt, sollten öffentlich gefördert werden und unterstützt werden und Kooperationsverbünde zum Beispiel von regionalen Landwirten oder Energieerzeugern mit den Städten müssten öffentlich gefördert werden. Und schließlich geht es auch darum, die Konsumentinnen zu befähigen, zu entscheiden, was sie überhaupt kaufen wollen. Das ist im Moment überhaupt nicht der Fall. Man sieht den Produkten nicht an, wie viel CO2 sie verursacht haben und wie ihr ökologischer Fußabdruck ist oder ihr ökologischer Rucksack. Es braucht Bildung und Aufklärung dafür und nicht Werbung für immer mehr Mist, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Und solche Dinge wie Schulessen können dazu wichtig sein. Jetzt bin ich eigentlich am Ende meiner Zeit, deshalb mache ich jetzt ein paar Vorschritte durch die letzten Punkte. Mir ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eben massive Interessen gibt, dass man nicht einfach sagen kann, wir können es doch anders machen, sondern es gibt eben mächtige Akteure in diesem ganzen Verkehrsbereich, sind sie, finde ich, besonders mächtig. Und es gibt das Problem, dass es in vielen öffentlichen Haushalten zu wenig Geld gibt, um sinnvolle Dinge umzusetzen. Und zugleich gibt es aber eben zunehmend das Bedürfnis der Leute, sich mehr an der Lebensqualität zu orientieren und weniger am Wirtschaftswachstum. Diesmal sahen Sie Ausschnitte von Vorträgen aus der Reihe Wachstum wohin? Eine kritische Sicht auf das Wirtschaftswachstum. Wir sind am Ende von Einblick, der Sendung der Medienwerkstatt Linz. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.medienwerkstatt-linz.at. Vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen.